Die Stimmung in der Wischerlandhalle in Seehausen hätte nicht besser sein können. Immerhin bekamen sie auch Weltmeisterliches zu sehen. Johannes Bitter, Stefan Schröder, Thorsten Jansen, Pascal Henz, vier Weltmeister von 2007 im Team vom HSV Hamburg, auch mit Ehrgeiz bei einem Fünftligisten. Wir wollen jedes Spiel nutzen, natürlich auch heute das Spiel, aber wir versuchen natürlich auch ein bisschen Show vielleicht damit reinzubringen, dass auch die Zuschauer ihren Spaß haben. Und auch die Gastgeber von der SG Seehausen, die in der Sachsen-Anhalt-Liga spielen, hatten sich etwas vorgenommen. Ja, natürlich will man mehr als 20 werfen und für weniger als 50 kassieren. Am Vorhaben, mindestens 20 Tore zu werfen, wollte sich auch Benjamin Spöttle mit der Nummer 8 beteiligen. Der Ingenieur aus Seehausen arbeitet in Dortmund, kam extra zum Spiel in die Heimat, ganz schön verrückt. Für mich ist nicht verrückt, weil so ein Ereignis wird man wahrscheinlich nur einmal im Leben mitmachen können. Und da wäre ich, glaube ich, auch von noch weiter angereist. Wann hat man schon die Möglichkeit, gegen einen Champions-League-Sieger zu spielen? Der ist gerade im Trainingslager. Mächtig platt, aber immer für schöne Tore gut. Auch das honorieren die Zuschauer in Seehausen. Und ihre eigenen Jungs schießen sogar mehr als 30 Tore. Ihr zweites Ziel, weniger als 50 Gegentore, verpassen sie nur ganz knapp. Damit konnten am Ende alle gut leben. Übrigens auch mit den Leistungen der deutschen Handballer bei der WM. Wir spielen da am ganz oben Limit mit und ganz oben vielleicht sogar später um die Medaillen. Das müssen wir mal sehen. Aber bis jetzt präsentieren die Jungs sich überragend und ich traue denen viel zu. Und wenn sich dann noch die Stimmung von Seehausen nach Katar überträgt, könnte es dort mit einer Medaille klappen.